Ruhe bewahren lautet jetzt die Devise. Bildungsministerin Chavan am Morgen im Kabinett. Noch ist nichts entschieden, aber das Verfahren zur Aberkennung ihres Doktortitels ist eingeleitet. Das belastet. Und das Verfahren wird sich hinziehen. In den nächsten Wochen werden sich die Mitglieder des Rates intensiv mit den Unterlagen des Promotionsausschusses und der Stellungnahme der Betroffenen auseinandersetzen. Person und Gewissen, so der Titel der Dissertation, die Chavan vor über 30 Jahren geschrieben hat. Seit dem vergangenen Jahr gibt es im Internet Hinweise, dass sie aus der Fachliteratur abgeschrieben und das nicht ausreichend gekennzeichnet habe. Monatelang prüfte daraufhin der Fakultätsrat. Die Ministerin jedenfalls kann jede Aufmunterung der Kabinettskollegen brauchen. Sie hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und betont, dass sie im Amt bleiben werde und sie wird im Herbst für ein Bundestagsmandat kandidieren.